Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris haben unbekannte Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Durch Vandalismus an drei Hochgeschwindigkeitsstrecken sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Zwischenfälle hätten sich in der Nacht ereignet. Betroffen von den Ausfällen ist auch der Eurostar, der London unter dem Ärmelkanal hindurch mit dem Kontinent verbindet. Züge von und nach Paris wurden umgeleitet, teilte die Zuggesellschaft Eurostar mit. Die Verspätung betrage 90 Minuten. Mehrere Züge seien abgesagt worden. Es werde mit den Reparaturen begonnen, hieß es. Die Einschränkungen könnten aber das ganze Wochenende dauern. Genaue Hintergründe zu den Anschlägen waren zunächst nicht bekannt. Am Donnerstag hatten rund 300 Demonstranten im Zentrum von Paris gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele demonstriert. Zu der Kundgebung auf dem Place de la République hatten mehr als 80 Gruppen aufgerufen. Sie kritisierten unter anderem die hohen Kosten der Spiele und die Umweltbelastungen, die mit dem Großereignis einhergehen würden. Auch die Teilnahme Israels wurde von einigen als falsches Signal verurteilt. Am Freitagabend werden die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Zur Feier, die nicht wie üblich in einem Stadion, sondern auf der Seine stattfindet, werden 160 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Etwa 7.000 Sportlerinnen und Sportler sollen auf 85 Booten 6 Kilometer den Fluss entlang fahren. Die Sicherheitsvorkehrungen in Paris sind hoch. Rund um die Seine ist eine Zone mit hohen Metallzäunen abgeriegelt.